Aber ganz viel diesmal. Noch? Noch einen Löffel. Hey, hallo ihr da draußen. Ich habe mich schon länger nicht mehr gemeldet und da habe ich gedacht, ich mache mir noch mal ein neues Video. Und zwar wollte ich euch erzählen, was es Neues gibt. Fangen wir mal mit dem Blutspende an. Letzte Woche war ich mir noch mal Blutspende und zwar bin ich geehrt worden. Nicht wegen der Spendeanzahl, weil ich habe erst 77 Blutspende, was heißt erst, für meine 75. Blutspende war ich noch geehrt. Aber das kommt erst am Jahresende. Nee, ich bin geehrt worden, weil ich der 9.999. Blutspender in dem Ort war. Übrigens, Blutspende mache ich eigentlich mehr oder weniger regelmäßig, seit ich 18 bin. Ich hätte gerne ein paar Spende mehr sind, aber warum das nicht so ist, hat andere Gründe, will ich ja doch nicht erzählen. Aber auf jeden Fall, Blutspende ist für mich eine sehr wichtige Sache. Man hilft schwer kranke Leid oder verletzte Leid dort mit, die auf Blut angewiesen sind, weil Blut lässt sich ja nicht künstlich herstellen. Wie gesagt, ich persönlich gehe seit meinem 18. Lebensjahr Blutspende. Ich war damals schon im Jugendrotkreuz, habe immer beim Blutspende mitgeholfen. Und wie ich dann 18 war, habe ich dann auch aktiv gespendet. Meine Ältere zum Beispiel auch, mein Vater, meine Mutter. Aber die kenne ich jetzt schon seit ein paar Jahren nicht mehr Blutspende gehen. Schade. Es wäre gerne noch weiter Blutspende gegangen. Konnte es aber nicht. Ich gehe aus mehreren Gründen Blutspende. Zum ersten Mal, weil ich damit, wie gesagt, andere Leute helfen kann. Zweitens, weil es mir noch Blutspende persönlich besser geht. Also ich kann man sich natürlich inbilden. Aber ich denke mal, wenn das Blut da, wenn ich das tut sich ja regeneriere, da wird ja neues Blut gebildet. Wenn das da ausgetauscht ist quasi und sich neues bildet, geht es mir körperlich besser. Meine Meinung, Blutspende tut da nicht weh, wenn richtig gestochen wird. Ich hatte mal eh mal einen Fall gehabt, da hat so eine junge Ärztin, glaube ich, die hat so versucht, in meinem Arm da rumzustochern und hat die Wehen nicht richtig getroffen, ey. Oh, das hat sau weh getan, aber normalerweise tut Blutspende nicht weh. Der Arm wird vorher desinfiziert und da kann es natürlich sein, dass der Alkohol nicht ganz abgewischt ist und dass dann auch Alkohol an der Nadel ist. Das brennt ein bisschen, aber ist auch nicht die Welt. Also mein Sohn kommt ja meistens mit beim Blutspende. Der will nicht gucken, wie die Nadel gestochen wird. Aber ich sage ihm immer, ja, das ist zwar große, dicke Nadel, aber es gibt nur kleine Peaks, wie bei der kleinen Nadel. Und dann hat sich die Sache. Jo, Blutspende. Ich bin nicht nur Blutspender, ich habe auch schon seit Jahren Organspendeausweis und habe mich auch bei der DKMS, Deutsche Knochenmarkspende, registriert. Da bin ich auch letztes Jahr, glaube ich, mal in den näheren Kreis von der Spendewillige gekommen. Also als jemand, der das Knochenmark vielleicht gebraucht hätte, die Spende. Hat dann im Endeffekt leider doch nicht geklappt. Und Organspende, unser Bundesgesundheitsminister dort, der Jens Spahn, der hat ja angeregt, Organspende verpflichtend zu machen. Dort davon halte ich persönlich jetzt gar nichts. Ich bin zwar seit Jahren schon, wo ich Organspendeausweis bei mir habe, weil ich denke, wenn ich tot bin, dann brauche ich kein Herz mehr. Dann brauche ich keine Niere mehr, dann brauche ich keine Leber und was man noch spenden kann. Wenn ich tot bin, bin ich tot. Es ist nicht, wie ist Geld, wie der Reichtum. Wenn ich tot bin und alleine, dann habe ich persönlich nichts mehr davon. Aber es ist doch schön, wenn ich
durch meine Organe jemand anderem zu einem besseren oder zu einem längeren Leben verhelfen kann. Sollte man sich mal überlegen, ne? Wo ich jetzt gerade auch von Gesundheit und so weiter, also Tod, Spende, zu Gesundheit überleiten will, weil meiner Mutter geht es im Moment nicht so gut. Die war im Krankenhaus, ist auch noch mal daheim, also es ist nichts Lebensbedrohliches. Aber da sieht man mal, was eigentlich wichtig ist im Leben. Was wichtig ist im Leben, das ändert sich natürlich, je nachdem wie alt man ist. Wenn man jung ist, sag ich mal als Kind oder was, dann ist das Wichtigste Spielzeug, das nächste Spielzeug haben. Vielleicht auch, dass man lang aufbleiben darf und so weiter, ne? Halt die coole Sache. Wenn man dann so ein junger Erwachsener ist, dann ist vielleicht das Wichtigste Geld haben, ein schnelles, cooles Auto. Aber was wirklich im Leben zählt, das sind eigentlich nur ein paar Sachen. Und zwar Gesundheit, Familie, gute Freunde. Das sind eigentlich die Sachen, die wirklich und immer zählen. Gut, man kann manchmal nicht immer alles haben. Freundschaften gehen kaputt. Auch in der Familie klappt es nicht unbedingt immer. Ich kenne das selber, was auch schade ist. Heute sind wir übrigens essen gegangen. Mir als Familie immer nochmal bei dem Chinesen-Buffet. Hat gut geschmeckt, war auch gut besucht. So gutes China-Restaurant, war ein bisschen kalt, aber ja. Aber das Essen war heiß. Hat auch, wie gesagt, gut geschmeckt. Ich kenne gerne chinesisch essen. Nur mit meinen zwei kleinen Rabauke, da ist das Ganze wieder so eine Sache, ne? Die sind ja 3 und 7 Jahre alt. Die essen alle 2 nicht viel. Und wenn sie fertig sind mit Essen, dann ist denen ihr Sache auch geheilt. Das heißt, die können nicht ruhig sitzen bleiben, die wollen da rumlaufen, wollen rumspielen, wollen hemmen oder sowas. Und wir alte Mama und Baba, wir dürfen natürlich wieder nicht in Ruhe essen. Hier war ich, glaube, meine Frau und ich, im Frühjahr waren wir mal allein essen gewesen, mit um die Mittagszeit rum, da waren die Kinder noch im Kindergarten. Aber mittlerweile ist ja mein Großer in der Schule, ist in der Schulferie. Ja, das war ein schönes, ruhiges Essen. Muss ich ehrlich sagen. Ich hoffe auch, dass sich das mal ändert, wenn sie größer sind. Nächstes Jahr wollte ich auch mal in Urlaub fahren. Aber meine Frau meint, so wie die Kinder sich kennen, das macht überhaupt keinen Spaß. Das ist keine Erholung im Urlaub und irgendwo hat sie auch recht. Wobei ich natürlich noch die Hoffnung habe, dass es sich bis nächstes Jahr ein bisschen gern hat. Weil sie gehen ja älter, sie gehen vernünftiger. Hoffe ich auf jeden Fall mal. Okay, ich würde sagen, das war's mal nochmal. Ein kurzes Video über was wirklich zählt im Leben. Blutspende, Essen gehen und ach ja, vielleicht gehe ich morgen noch ins Kino mit meinem Groß. Die Unglaublichen 2, also Teil 2. Mal gucken, ob wir es gebackt gehen. In dem Sinn, wir sehen uns. Tschüss.